Ja, das wird mein letzter Container sein, den ich heute fahren werde, weil ich werde jetzt heute Abend mal nach Hause fahren. Ich bin jetzt den dritten Tag hier, seit Anfang an mit dabei. Ich mache jetzt einfach hier das Live-Video, um euch die letzte Tour hier mal mitzunehmen. Ihr seht unsere kleinen Geräte, also die Landwirte fahren hier den Müll jetzt hier vorne hin. Hier werde ich dann verladen, weil ich mit dem großen Teil hier schlecht reinkomme. Hinten stehen die zwei Mädels mit dem John Deere. Da, die können anscheinend besser fahren als ich und deshalb werden die da hinten beladen. Also es ist alles hier ziemlich gut aufgeteilt. Ich hatte ja auch gesagt, wir brauchen kleine Maschinen, die haben wir jetzt Vorteile hier. Die großen Maschinen hatten hier alles freigeräumt. Also ihr seht hier die Gasse. Die Gasse war komplett voll mit dem Schutt, mit Bäumen, mit Autos. Das ist jetzt hier von den Leuten rausgeräumt worden. Also vorher sah es hier anders aus. Und das haben wir dann am ersten Tag, nachdem das passiert ist, alles freigeräumt mit unseren Geräten. Also ich war hier mit der Erdmulde und Wilhelm Hartmann mit dem Radlader, damit man hier überhaupt einen Zugang hatte. Hier war Totenstille, hier war kein einziger Mensch. Und ja, jetzt ist alles hier irgendwie so ein bisschen frei, dass man wirklich überall hinkommen kann. Und ich möchte es nochmal wiederholen, die einzigen, die hier am Arbeiten sind, das sind alles Bauern, Bauunternehmer, Forstwirte oder Lohnunternehmer. Also alles mit landwirtschaftlichem Bezug. Und jeder, der irgendwas anderes erzählt in den Medien, der lügt zumindest hier für den Bereich. Ich kann ja nicht für alles sprechen. Ich möchte es nur noch mal verdeutlichen. Deshalb nehme ich euch auch mit, damit ihr euch selber gleich ein Bild machen könnt, welche Maschinen hier am Arbeiten sind. Und hier sind ein paar Jungbauern, die haben schon gesagt, die wollen die Nacht durcharbeiten. Letzte Nacht ist auch durchgearbeitet worden. Ich habe 3 Stunden geschlafen letzte Nacht, die Nacht davor auch 3 Stunden. Und diese Nacht fahre ich jetzt mal nach Hause, weil ich einfach auch mal meine Familie sehen will. Und ich will mich mal duschen und mal auf Toilette gehen. Also eben sind Dixi-Klos gekommen. Also das muss man sich auch mal merken. Nach dem dritten Tag haben wir jetzt endlich Dixi-Klos bekommen und Duschkabinen. Und ja, wie gesagt, viele Leute, die helfen. Viele Maschinen, die hier überall in den engen Gassen am Fahren sind. Das sind alles Maschinen, die normal auf den Höfen laufen, um die Tiere zu versorgen und so. Und die sind jetzt einfach freigeschaufelt worden, um dann hier zu helfen. Also die schlimmsten Bilder sind eigentlich hier runter, weil da hinten fließt die Ahr entlang zwischen dem Wald und den Häusern. Und hier war es ganz besonders schlimm. Ja. Ich bin jetzt voll, denke ich, und kann jetzt losfahren. Und ich will euch auch mal gleich zeigen, wie viel Material wir hier rausgefahren haben. Und das Material haben tatsächlich wir rausgefahren. Da war keine Bundeswehr bei und da war auch kein THW bei. Ja. Das ist meine Kabine. Normalerweise bin ich da sehr pingelig. Es ist immer sauber in der Kabine. Als ich zu Hause losgefahren bin, habe ich einfach ein paar Stiefel reingeschmissen. Die waren noch nass von unserer Rettungsaktion zu Hause bei den Pferden. Da mussten wir alles abpumpen. Wir wussten ja 3 Tage vorher Bescheid, was kommt. Deshalb waren wir perfekt vorbereitet. Ein paar Arbeitsschuhe, Rucksack, ein paar Klamotten hatte ich noch mitgenommen. Ich war nicht davon ausgegangen, dass ich hier bleibe. Und ist aber jetzt so. Oh, hier ist Bundeswehr jetzt. Also ein Bundeswehrfahrzeug war eben hier drin, ein riesen Kameraden, MAN, ein Vierachser, der ist wieder rausgefahren, der hat den ganzen Tag hier an der Seite gestanden. Ja. Ihr seht, in was für einem Tempo hier gearbeitet wird und das ist eigentlich das Perfekte. Man muss die Leute nicht einweisen, die können perfekt mit den Maschinen umgehen. Das ist auch nicht ungefährlich, wenn man mit einer vollen Schaufel über einen Hobel fährt und so weiter. Und man muss schon wissen, was man macht. Ihr seht, wie eng die hier drehen können. Wir machen die Einfahrten sauber. Wir holen jetzt alles das weg, was die Leute rausgestellt haben. Die Leute sind jetzt zu ihren Unterkünften. Hier wohnen ja die wenigsten Leute vor Ort. Und dementsprechend haben wir jetzt hier freie Fahrt, weil die Autos weg sind. Also tagsüber hier zu arbeiten für uns mit den Maschinen ist fast unmöglich. Ah, hier ist der Ortsvorsteher von Heppendorf. Die haben auch eben noch ein paar Lebensmittel gebracht. Ne? Ich zeige gerade einen Daumen hoch. Und ja, also die Hilfe ist wirklich gigantisch. Auch der Werkstattwagen, der uns den ganzen Tag begleitet hat, das hat super funktioniert. Der Aufruf, ich hatte ja direkt gesagt, wir fahren uns hier die Reifen kaputt, die sind ständig, müssen die geflickt werden. Das hat wirklich perfekt geklappt. Es war ein Werkstattwagen hier, es waren mehrere Hydraulikfirmen hier, die dann nachher die Bagger immer repariert haben. Und das war wirklich ein gutes Miteinander. Und ich hoffe, dass wir den Anwohnern hier ein gutes Gefühl damit auch gegeben haben. Also ich bin mir ganz sicher, dass die unsere Hilfe hier wirklich
gerne entgegennehmen. Also viele haben geweint und hätten am liebsten uns umarmt auch. Wegen Corona dann nicht und wegen meinem Gestank nach 3 Tagen wahrscheinlich auch nicht. Aber das, ja, ich will es einfach nur mal hier von der Front zeigen, wirklich, wie es wirklich ist. Ihr könnt euch selber ein Bild machen, was von den Medien erzählt wird und was wirklich ist. Also ihr seht hier nur landwirtschaftliche Geräte. Hier kommt der nächste Radlader. Auch aus der Landwirtschaft. Normal wird er zum Misten genommen. Der hat eine Mistgabel vorne drauf. Und ja, der ist eben angekommen. Hat gefragt, wo kann ich loslegen. Ihr seht das, ist eine Mistgabel. Hier sind keine professionellen Geräte von irgendwelchen THW-Lern oder sonst was. Keine blauen Geräte, das sind alles landwirtschaftliche. Da sind die 2 Mädels, die jetzt hier perfekt zurücksetzen. Die hatte ich ja eben gefilmt. Hinten ist der kleine Manitou. Und ich darf hier nicht so hochladen, sonst rutscht es nicht runter, weil ich hinten eine hydraulische Klappe habe. Da wird jetzt nochmal gedrückt. Und der Bagger ist auch eben erst angekommen. Also auch nochmal vielen Dank an den Unternehmer mit einem Sortiergreifer. Die sind eigentlich ideal hier auf engem Raum zu verladen. Ich denke, ich fahre jetzt mal. Ich hub einmal und fahre weg, weil das reicht jetzt. Ja, will noch eine Schaufel drauf machen. Ist gut. So, kurze Verabschiedung. Hier wird dann über Funk, glaube ich, gerade kommuniziert. Also das sind, wir haben jetzt mittlerweile hier 2 Einweiser, die haben wir alle selber organisiert. Damit wir uns hier nicht gegenseitig im Weg stehen, damit die Erdkarren immer dahin fahren, wo sie beladen werden können und wir nicht warten müssen, bis die andere voll ist. Das funktioniert auch sehr gut. Also vielen Dank an die ehrenamtlichen Ordner hier, sage ich mal. Hier seht ihr, was hier für eine Matsche ist. Mit normalen Schuhen kann man hier nicht aussteigen. Das ist auch die Gefahr, meines Erachtens, wenn es jetzt hier trocken wird, dann wird es richtig schwierig, das runterzukriegen. Ja. Ich habe immer Angst, hier durchzufahren. Wenn jetzt da ein Metallstück drin ist oder irgendwas, dann habe ich den Reifen kaputt. Und so ein Reifen von so einem Schlepper ist schon enorm teuer. Das ist die Kirche. Wie gesagt, hier lag alles voll. 3 Meter hoch im Schnitt, würde ich mal behaupten. Hier lag nach 150 Metern. Das war mein Navi, was sich gerade eingeschaltet hat. Weil ich habe schon den Weg aktiviert um hier rum. Ich habe immer Angst, dass hier die Reifen kaputt gehen. Ja, vielleicht erkennen auch viele Urlauber diesen Platz hier wieder. Hier ist eine Stromkiste. Hier auch landwirtschaftliche Geräte. Da hinten auch landwirtschaftliche Geräte. Jetzt sehe ich hier einen Unimog. Der wird mit Sicherheit nicht beladen werden, weil es ein Pritschenwagen ist. Ja. Das ist mir jetzt zu eng. Versuch's mal. Also da hinten seht ihr noch, wie es hier aussah. Der ganze Platz voll mit Autos zusammengeschoben von der Wucht der Welle. Hier ist auch ein landwirtschaftlicher Radlader, wohlgemerkt. Das seht ihr an den dicken Reifen. Ihr seht, wie die Jungs mit den Maschinen umgehen. Also es ist einfach gigantisch, wirklich. Also es ist hier ein Hand-in-Hand mitarbeiten. Das geht hier über Blickkontakt. Jeder weiß, was er zu machen hat, was zu tun ist. Da hinten ist eine Feuerwehrversorgungsstation. Also an alle Hilfskräfte auch nochmal ein riesen Dankeschön. Ihr habt ja überall mit Sicherheit geholfen, wart dann zur Menschenrettung da und wir haben die Wege einfach frei gemacht, damit ihr Menschen retten könnt. Das sind die Matschmassen, die hier in den Häusern sind. Hier ist wieder kleines Gerät. Wie gesagt, die kleinen Geräte sind manchmal mehr wert als die großen. Ich soll essen kommen, aber danke.
Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ne? Ja. Ich komme morgen wieder. Ja, wir sind wahrscheinlich morgen wieder hier. Wir werden wahrscheinlich schon mal umsetzen. Ja. Ja, hier ist ja nichts mehr. Also hier die kleinen Gassen aufräumen mit den kleinen Geräten dann. Ja, wir müssen mal gucken, weil da der Jan und Thilo sind gerade auf Erkundung. Wir werden wahrscheinlich schon mal weiter. Kannst du gefilmt werden? Ja, ne? Ist live gerade. Ja. Also wo geht's morgen weiter, sag mal? Also wir sind gerade mit einem Fahrzeug auf Erkundung und wir müssen schauen, ob wir eine Straße finden, um dort rüber zu kommen, um den Menschen zu helfen, die noch eingeschlossen sind. Sind da immer noch Menschen eingeschlossen? Ja, ja. Wo noch gar keine Fahrzeuge hinkommen. Da sind wir gerade, wie gesagt, auf Erkundung, ob wir irgendwo eine Zufahrtsstraße finden. Ja, da sind wir gerade auf Erkundung und werden wahrscheinlich morgen früh oder heute Nacht noch umsetzen. Ihr seid der Wahnsinn. Das sei mal hier gesagt. Ne? Also ja. Wirklich, vielen Dank. Das, sag noch mal bitte deinen Namen. Ich Dennis Meyer aus Hanheim. Warum bist du genau hier? Warum bin ich hier? Weil ich einfach helfen will. Ja, wir haben hier die Traktoren und Bagger, die wir mobilisieren konnten, zusammengepackt und sind einfach losgefahren auf gut Glück und haben hier unsere Arbeit getan und die Menschen sind einfach nur überglücklich, dass wir da sind. Ja, ganz starke Leistung von dir. Also er hat uns hier koordiniert. Wirklich super. Ne? Danke dir. Danke. Wir sehen uns morgen, hoffe ich. Ne? Danke. Ciao. Ciao. So, dann nehme ich euch mal mit, damit ihr nur mal seht, was hier gelegen hat. Hier und in dem Bereich bis zur A. Auch hier wieder wird geladen mit Baggern. Das hier ist von dem Bauunternehmer. Ich habe gerade den Namen vergessen. Oder nee, ist ein anderer Radlader. Hier ist ja einer mit riesigen Radladern, die probieren jetzt gerade die Verbindung der Straße herzustellen zum nächsten Dorf. Das ist ein unglaubliches Bauobjekt oder Projekt. Also hier möchte einer mit mir sprechen. Hi, ich bin gerade live hier. Achso, live. Ja. Sonst gleich da oben weiter Schotter fahren, ne? Ich hau ab, ich mach Feierabend. Du machst Feierabend. Holt euch eine andere. Mit der Karre Schotter fahren ist sowieso schwierig. Ja, ja, ist ein Hakenlift, die ist ein bisschen schwammig. Genau. Ne? Weißt du, wo der Fahrer hier von dem Jordan ist? Kann ich nicht sagen. Fährst du jetzt nach Hause oder was? Ich fahre jetzt zu Frutania, stell da meinen Zug ab. Ein Freund nimmt mich mit nach Hause und morgen bin ich wieder hier. Ich muss mal duschen. Ich habe 3 Tage nicht geduscht. Ja, dann ist irgendwann auch mal gut gewesen. Dann ist es auch, ne? Ja. Recht. Okay, danke dir, ne? Ja. So, das hier war mal eine Ampelanlage. Hier ist nochmal RWE, also das ist auch gigantisch. Die Jungs sind hier, haben Brauchwasser, überall haben die Kanister voll gemacht von den Anwohnern hier. Das ist einfach gigantisch. Und hier war auch alles voll mit Müll, mit Krüll, mit aufgeschobenen Autos. Hier sind die ganzen Tieflader von den Unternehmern. Also auch vielen, vielen Dank an die ganzen Unternehmer, die hier einfach hingefahren sind und wirklich geholfen haben. Und ich möchte noch mal erwähnen, wenn wir Bauern und die Bauunternehmer und die Forstwirte, die hier mit Rücke-Werkzeug gearbeitet haben, wenn wir nicht einen Ast angepackt hätten, wird das alles noch da unten liegen. Hundertprozentig. Schaut euch das mal an hier. Und schaut euch mal an, wo die Wassermassen runtergeflossen sind. Und jetzt schaut euch bitte an, was wir unten aus dem Dorf rausgeholt haben. Und ich wiederhole es nochmal, das haben Bauern rausgeholt, das haben Bauunternehmer mit ihren Baggern verladen, das haben Forstwirte rausgeholt, Lohnunternehmer, Gartenlandschaftsbauer und sonst keiner. Ich habe heute mit Sicherheit 400 Anrufe gehabt, mit Sicherheit, deshalb ist meine Stimme auch ziemlich lediert. Weil jeder dachte, ich würde hier irgendwie organisieren und so weiter, aber ich bin hier kein Organisator. Ich habe einfach nur die Reichweite ein bisschen genutzt von meiner Facebook-Seite, um eben Sachen ans Rollen zu bringen, um Werkstattwagen hinzukriegen. Hier haben Bagger aufgetürmt, dass wir überhaupt noch Material hinkriegen. Das alles hat da unten gelegen, das alles. Hier sind Weinfässer zwischen, hier ein Gasfass. Schaut euch die Baumstämme an, was das für Oschis sind. Das ist alles hier runtergespült worden. Volle Weinfässer.
Autos. Die Autos haben wir eigentlich woanders gesammelt. Ab und zu ist anscheinend doch eins dazwischen geflutscht. Hier Autos, Autos, Autos. Und das ist alles von Bauern rausgefahren worden. Ich muss es einfach nochmal wiederholen, weil was berichtet wird, stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Und es ist nicht ein Dankeswort an die Bauern mal gerichtet worden. Und hier, er ist den ganzen Tag hier am Aufschieben, am Sortieren, dass wir hier fahren können. Weil wenn ich kippe, dann rollen die Sachen nach links, nach rechts. Und es ist einfach gigantisch, was hier geleistet wurde. Und das muss einfach festgehalten werden. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass viele Leute zuschauen und einfach mal Bescheid wissen, was hier wirklich passiert ist. Und das auch, die Maschine ist von zu Hause, die ist zum Misten, die hat einen Greifer dran. Da wird normalerweise Mist mit verladen. Die Leute haben die Maschinen zu Hause freigeklopft, aus Kleve kommt die Maschine. Kleve, also überleg mal, wie weit das weg ist. Und zu Hause muss dann eben Ersatzmaschine die Arbeit machen. Und die Bauern helfen sich untereinander. Die wissen, wenn wir hier helfen, dann helfen die uns zu Hause, dass da die Arbeit gemacht wird. Das ist ein riesen Komplex, den wir hier aufgefahren haben. Eben sind die ersten 13 Sattelzüge mit Heu und mit Stroh angekommen bei uns in der Ecke, weil bei uns die Reitanlagen weggeschwemmt wurden und die viehhaltenden Betriebe. Also das ist eine Hilfe, die wir selber organisiert haben. Das ist alles von den Bauern organisiert worden, von keinem anderen. Und die ganzen Lebensmittel, die hier ankommen, die Dixi-Klos. Ich hatte Frau Schulze mehrfach gebeten, doch ein Dixi-Klo uns hier mal hinzubringen, anstatt hier einen Besuch abzustatten und warme Worte zu finden. Wir brauchen hier elementare Sachen. Das haben wir alles selber organisiert. Das ist nicht von der Politik gekommen oder so. Und das ist meine große Kritik hier. Zu dem Totalversagen, was hier stattgefunden hat, dass hier überhaupt die Leute nicht evakuiert wurden, obwohl bekannt war, was passiert. Danach ist auch weiterhin Totalversagen hier. Also ich kann nur hier für den Bereich sprechen. Vielleicht ist es woanders anders gewesen, aber hier ist ein totales Versagen, hat hier stattgefunden. Und wie gesagt, wenn wir es nicht weggeräumt hätten, dann wird alles noch unten liegen. Die Menschen, die unter den Massen lagen, die würden jetzt auch da liegen. Man kann sich vorstellen, nach 3 Tagen, es war relativ warm hier, was dann los wäre. Und die Leute hätten nicht zu ihren Häusern gekonnt. Ich verstehe das alles nicht, warum da nicht mal ein Dankeswort erfolgt irgendwie von oberster Stelle. Also ich bin da nicht scharf drauf, ich brauche sowas nicht. Aber die Jungs, die sich hier wirklich den Arsch aufreißen, ihr Material hier verbrauchen, die wirklich hier Reifen kaputt fahren. So ein Reifen kostet mal eben 2000 Euro oder noch mehr, je nachdem, was es für Reifen sind. Das findet alles keine Beachtung bei der Politik. Ist das alles selbstverständlich oder sind wir gar nicht mehr existent als Landwirte? Also ich muss hier mal so gerade ein bisschen Frust runterreden. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also hinten bei mir, der ganze Hänger ist hinten auch defekt. Die Lichter sind kaputt, weil hier eben Klötze abgekippt werden, die dann zurückkippen. Und ja, das ist für mich überhaupt gar kein Ding. Hauptsache den Leuten ist hier geholfen. Also ich muss hier jetzt mal beide Hände benutzen. Deshalb werde ich euch jetzt wegdrücken. Ich möchte mich hiermit verabschieden. Das wird das letzte Video gewesen sein für heute. Wie gesagt, ich muss mal nach Hause. Nach 3 Tagen, dass uns keine Duschen geliefert wurden, kein Frischwasser organisiert wurde, kein Dixi-Klo geliefert wurde, möchte ich mal nach Hause. Ich stinke wirklich wie ein Iltis, wie man so schön sagt bei uns in der Ecke. Das sind so die grundlegenden Sachen, die schon gar nicht funktioniert haben. Völliges Unverständnis, aber die Gewissheit, den Leuten geholfen zu haben, und die Leute waren wirklich sowas von glücklich und viele haben geweint, und das ist alles wert, also absolut. Und das wissen wir einfach. Ne? Also in dem Sinne, macht's gut. Ich muss jetzt mal runter gucken, ob sich was verhakt hat. Alles Gute, bis morgen oder so. Tschüss.